Folge jetzt ändern, die hat jetzt aber eingesammelt. Und das heißt, wir können also jetzt eigentlich unsere Reise fortsetzen. Ich habe einen heißen Tipp für dich. Ich hätte sicher auch auf dem Gras mal als ein Pokémon angegriffen, oder? Das ist nicht vermeiden, die gar nicht eigentlich auf dem Gras speist. Das ging dann da rein, unbedingt die wilde Pokémon kaputt. Das heißt, ich war ganz falsch. Das sieht ja auch nicht so fertig. Als ich gestern wieder falsch, werde ich einen Trick, der einfach mal in den Gesicht zu rücken. Hier, ab jetzt, wenn du weißt, Pokémon kaputt, stimmt. Weiter müssen wir erreicht haben, dann werden wir mehr haben. Weißt du, was ich meine, oder? Gut, wir werden uns wieder gut haben. So, okay, wir können. Hier können wir dann gucken, was uns. Irgendwie. Doch, das wollte ich hier, das haben wir noch nicht gehabt. Das wollte ich hier, das nehme ich mal direkt mit. Das brauchen wir nicht. Aber nicht das Team. Diesmal nicht, da haben wir ja ein Pokémon. Schick, was wir im Team hier haben. Aber ich habe hier ein anderes Elektro-Pokémon geplant. Warum? Ja, wunderbar. Wollt ihr bei uns? Jetzt sitzt ja klar, weil ich wohl mit 10. So, Woldi wird uns. Den einen Teil nehme ich mit. So, eigentlich. Oh, ein Zickzack. Ein Gala-Zickzack. Warte, das ist ein neues Pokémon. Kippt die Fuchs raus. Wir müssen eigentlich alles noch haben, was uns hier in Kreuzchen fällt. Ja. Nein, nein. Gut, dann haben wir die Route 2 abgearbeitet jetzt. Komplett. Wir machen es wieder da fest, weil wir sehen das noch Ahnung. Und das ist noch ein Item. Das habe ich jedenfalls nicht mal gesehen. Das ist ein Beleber. Nur jetzt auch ein Beleber für die ja richtig viel in dem Spiel. Hey, der war doch da drüben, Mann. Nee. Jetzt war ein beschissener Orientierungssinn, aber ich weiß, wo der Bahnhof ist. So. So, okay, wir gucken mal, was wir fangen. Ich hab mir gerade richtig viele Pokémon. Das ist Assimame. Ah, nein, Alter, so richtig viele Pokémon. Das ist echt was, da können wir bestimmt immer richtig starten. Und wir kriegen dafür die TM40 Sternschauer. Hier, das ist ja der TM. Mit der kannst du deine Pokémon rückzeit von der Attacke bewegen. Wie kannst du das ändern, jetzt wie du willst? Hä? Die dafür ja noch nicht. Aber das ist hier tatsächlich wieder eingeführt worden. Jetzt können wir aber auch danach besprechen. Und diese Themen hier haben wir erstmal mal von Vivian bekommen. Der hat ja als Hacke Sternschauer. So, jetzt haben wir uns aber den Weg nach innen Züge machen, weil die haben uns ja auch nicht erinnert, dass wir nicht erfüllen. Ich habe jetzt mal die Züge erfüllt. Was ist das? Moment, die beiden. Hä? Was? Mutti? Mann, was passiert denn hier? Als ob man von dem ein Geschenk bekommen hat. Das finde ich schön, dass du heute auf Reisen gehen würdest. Professor Magnolika hat uns verraten, dass sie von dir aus den Zug nehmen wollt. Ja, das haben wir euch für eure lange Reise mitgemacht. Das sind eure Camping-Sets. Mit eurem Part.
Partner Pokémon eurer Seite gibt es nichts, wofür ihr Angst haben müsst. Ah, danke, Mann. Das freue mich auf den Tag, an dem ich der nächste Champ werden will. Sind deine beiden Kinder echte Champs? Stell dir vor, das gäbe es noch nie. Ja, ja, wenn ihr das sagst, dann kann ich euch ja nur noch eine gute Reise wünschen. Bis bald. Okay, dann mal los. Ab jetzt treffen wir bestimmt an jeder Ecke richtig starke Trainer und Lautstärke Pokémon. Ja, ich habe das Gefühl, jetzt geht's richtig los. Kann mir gleich laufen. Versteckt sich die Naturzone. Ja, zu der Zone ist ein Parko. Das heißt, nicht verschiedene Pokémon zu gehen. Außerdem kann man da auch campen und angeln. Und das ist total aufregend. Entschuldigung, Sie sind doch der Bahnhofsvorsteher hier, oder? Wir wollen eigentlich dann in den City. Warum halten wir jetzt eine Naturzone im Bahnhof? Tut mir leid, Junge, der Herr Wolli blockiert gerade die Gleise. Ist also leider erstmal in die Station. Verstehe, um Glück, Unglück, würde ich sagen. Was, wie? Ah, die Naturzone ist riesengroß. Da kann man unterschiedliche Pokémon fangen. Weißt du, was das heißt, oder? Genau, wenn sich immer das allerbeste Team zusammenstellen kann, dann hier. So. Okay. Die Fähre der Naturzone, um in den City zu erreichen. Also bekommen wir eine Naturzone. Wenn es möglich ist, tatsächlich schon ein Team gefangen. Wenn es möglich ist. Ich kann es nicht versprechen, dass es funktioniert. So. Ah, schau mal. Kannst du die Stadt da hinten sehen? Das ist Engine City. Das ist doch ganz schönes Stück bis dahin. Wie Pokémon wir wohl entdecken werden, bevor wir die Stadt erreichen? Hey, das ist dann hier. Meine Oma hat mir vorhin ziemlich die Meinung gegeigt. Nimm ein Beispiel den beiden, hat sie gesagt. Vielleicht Taten, dann gehen sie auf Reise, hat sie gesagt. Und was stellst du mit deinem Leben an? Oh, kann schon springen. Ja, aber es macht deshalb keinen Kopf. Das ist mein Problem. Das sind Pokémon, die ihr im Wald begegnet seid. Das gibt mir nicht was im Weg. Ich könnte versuchen, der Sache ein wenig auf den Grund zu gehen. Verzieht mich immer ja in einem Licht, wenn ich etwas herausfinde. Als Erwachsener ist es echt nicht leicht, wie es aussieht. Ja, wie gesagt, macht euch deshalb keinen Kopf. So komme ich wenigstens ein bisschen in die frische Luft. Das ist eine gute Gelegenheit, mal wieder zu angeln und zu campen. Boah, jetzt grase ich erstmal diese rotleuchtenden Pokémon deshalb und kämpfe gerne ein paar Dynamax-Pokémon. Weil das Kapitel der Legende von Hubbard beginnt. Ich hoffe auch, falls du aufhörst, sich eines Dynamax-Pokémon sagt, ist mir stark. Um gegen Pokémon von dieser großen Ordnung zu gewinnen, muss man auf jeden Fall selbst an Pokémon dann nutzen. Vergiss das nicht. In der Naturzone findest du hier darstellen, an dem rotes Licht aus dem Boden drin. Dort tauchen sich Dynamax-Pokémon auf. Aber bevor du deine Nase an eins dieser Löcher steckst, solltest du dir absolut sicher sein, dass du auch wirklich bereit bist. So, und zum Abschluss bekommst du jetzt auch noch ein was Tolles von mir geschenkt. Eine Pokémon-Box. Die ist sogar ganz praktisch. Wirklich jederzeit Zugriff auf Pokémon-Box und Pokémon-Center, um Pokémon abzulegen oder ins Team aufzunehmen. Das heißt, wir können immer mal wieder durchwechseln. Und ja. Schau dir jetzt wieder Pokémon, wie du nur kannst, und fülle deinen Pokédex. Aber jetzt ab in der Zuzone mit dir. Und der Ruf. Ja, endlich geht's los. Die Naturzone sind mal ganz praktisch, ist irgendwas cool. Wie sieht ja diese roten Lichter, was auch immer, Säulen erst im Boden gehen. Da sind halt wieder keine Pokémon drin. Das ist das, was Hoppy meinte, da möchte ich ja nicht einmal kämpfen. So. Die geht auf jeden Fall nicht mehr. Die ist schon ziemlich gut. Ich weiß nicht, das ist nur... Oh, ein Rabot. Oh. Schade, das ist nicht. Das ist die Hilfe hier. Eine Tiefe. In der Naturzone kannst du mit dem rechten Stick die Kamera bewegen. Mit dem rechten Stick kannst du deine Lieblingsquelle erweitern. Mit der L-Taste schaust du gerade aus. Okay. Also, schauen wir mal nicht. Wir gucken mal, was hier so drin ist. Wait. Das wäre immer
Okay, brauchen wir nicht. Das ist nämlich nur so ein. Ja, die mache ich halt oft für diese Raids. Tatsächlich sehr gerne. So, holt euch die Wand, den Wand, das Wand hier. 1, 2, guck. Wir nehmen jetzt bewusst hier den kürzesten Weg. Ich hab wilde Eisbock-Pokémon als Ziel. Ah, das scheint wohl hier nicht da. Oh, ein Voltula. Und ein Sato und ein Pokéball. So, hier kommen also noch nicht. So, was haben wir hier? Ein Schnäppke, okay. Schnäppke fand ich auch ganz cool. Bitte fast den Pokémon. So, Monster, je nachdem. Hier wird es nicht so lang. Ist übrigens ein Eis-Geist-Pokémon, aber ich habe ein anderes Pokémon im Kopf. So. Dann weiter würde ich sagen, mit den Dingen haben wir jetzt zugeschissen. In der Zuzone kriegt gerade so voll Energie, die man als Kraft bezeichnet. Weil diese Energie gelangt so, ich leuchte Pokémon lässt, also wie beleuchte wilde Pokémon. In der Zuzone trifft. Die hatten ja das, das leuchtende Kleptifuchs. Haben wir 140 Watt bekommen. Die braucht man hier, um die Items zu kaufen. Genau. Da steht ja auch da, was da stand. Hier ist noch was. Oder zwei weitere Items. Die verkauft. So, ich guck mich gerade nochmal um. Das ist ja unmöglich. Also überall Möglichkeit Raid zu machen, ne? Überall. Da will ich mich jetzt eigentlich mit aufhören, damit ich mich aufhalten. Oh, ein Schallquap. Hier ein bisschen mit Pokémon drin, ja, das ist ein Schallquap. Und für Lino. Okay. Sind wir hier? Oh, ich wackel mal jetzt hier. Wenn wir noch irgendwas haben. Oh, ein Kali. Ich bin noch ein Pokémon dabei. Ja, ein Fans. Wieder. Pokéball. Und. Kommt hier wieder. Schauen wir mal das Gold hier. Da hält es mit dem Boden. Oh ne, okay, wir können es gar nicht fangen. Okay, manche Pokémon kann man nämlich nicht fangen. Da steht dann noch ein Start. Wir müssen halt gucken, dass wir Orden kriegen. Und mit dem Orden kann man tatsächlich. Wow. Ja, 27 Jahre sind wir jetzt. Da kann ich sterben lassen. Oh, Gorgantis. Ach ja. Das war jetzt blöd, dass ich jetzt sterben habe. Wegsterben lassen. Also, ich fand es gerade nicht schon so war. Das dauert alles also. Oh, Moment. Ja. Ist das richtig? Ein Lyrapler. So, okay. Dann brauchst du. Weil Lyrapler möchte ich gerne ins Team nehmen. Also, ich bin ganz super. Oder halt die andere Variante. Zwei Möglichkeiten. Und jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich habe ja genug Beleber. Jetzt muss ich noch gucken, was finden.
Und ich bin ja jemand, der achtet auf die Bälle und aufs Geschlecht. Und ich achte auf die Fähigkeiten, ich achte auf solche Dinge. Jetzt muss ich nur hoffen, dass ich ganz viel da finde. Sonst werde ich mir aufs Kuhn fangen. Noch weiteres. Ich hoffe, dass es jetzt diesmal ein weibliches ist. Okay. Verschwindet mal von mir. Auch nicht gerade. Die werden wir dann mal nach und nach ein paar Orden haben, dass wir nicht weiterkommen. Weil ich kann jetzt eh nichts groß fangen. Dann muss ich tatsächlich mal. Wann haben wir es wieder kommen? Perlen. Okay, die kannst du jetzt einfach tippen. Ich weiß nicht, was die kosten. Damit die bringen würden. Das ist richtig.
Naja, gut, okay, dann machen wir trotzdem weiter. Das wollte ich jetzt irgendwie so mit dem Pokémon ohne meine ganze Pokémon-Spiel. Aber das können wir nicht gesucht haben. Wieder rum in, ja, ich, das ist halt eine Tutzone, ne? Wir haben fast mal viel zu decken, aber ich finde halt nicht das Pokémon, was ich brauche. Wieso ist es so gut? Das ist es halt. Da oben ist wahrscheinlich immer noch das eine Pokémon. Ja. Welt müssen wir dann nochmal in Ruhe machen. Zum richtigen Moment wieder. Das ist wieder ein Mann. Sehr cool. Okay, dann halt. Ich bin nicht so gut. Ich krieg schon um ihn. So, okay, dann machen wir es mal wieder auf. Darüber. Okay, Schnäppke, das ist jetzt klar. Okay. Gut, dann machen wir es mal. Und auf Richtung Engine City, da wo wir ja schon mal hin wollten. Gut, Engine City ist die nächste Stadt.
Ah, ich kann mich halt viele Tage lang, stundenlang in dieser Naturzone aufhalten. Ne? Weil immer wieder neue Dinge zu entdecken. Ich brauche Items, um die Pokémon zu entdecken. Und das ist wieder die Naturzone. Das sieht die auch gar nicht die Stadt. Wir finden dann auch die Erdfenster um den Tag. So. Da ist er mir. Aber das, was sie zu sagen hat, haben wir uns in der letzten Folge an. Doch, was steht? Ja. Bis dahin.